Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mine, der 1717-Talk. Mein Gast heute, Günther, Buchautor, Mensch vor allen Dingen und Lebensbegleiter. Lebensbegleiter klingt total spannend und es wäre auch eigentlich meine erste Frage, was kann ich mir genau darunter vorstellen? Wie der Name schon sagt, also ich begleite Menschen in ihrem Leben. Und da geht es in erster Linie darum, Mensch, wer bist du? Also was macht dich aus? Was ist das, was dich so einzigartig macht? Wo du Dinge auf eine Art und Weise machen kannst, wie nur du das kannst. Also ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch eine ganz spezielle Aufgabe auch hat, hier auf dieser schönen Erde. Und das rauszufinden, das rauszukitzeln und dann auch zu schauen, was ist der spezielle Nutzen daraus, den man dann auch für die Zielgruppe hat, den man für sein Umfeld hat. Ne? Mhm. Und das ist einfach wirklich eine spannende Sache. Und vor allem ist es unwahrscheinlich lebensverändernd. Also bist du so ein bisschen Berufungsfinder oder Spürnase für den Menschen, den du begleitest? Und, genau. Und filterst mit ihm gemeinsam, was da so für verborgene Schätze sind? Genau, also und, ich. Ja, wo es hingehen soll im Grunde. Genau, da, ich sage mir, da habe ich so ein Programm gekriegt und das nennt sich das Regierungsprogramm für mein Leben. Mhm. Weil die Menschen möchten immer regieren, einer über den anderen. Mhm. Und die meisten haben ihr Leben gar nicht in den Griff, nicht? Aber sie möchten gerne in das Leben anderer hineinregieren. Nicht? Und da geht es einfach darum, wie kann ich in meinem Leben Regie führen? Mhm. Und das kann ich am besten, wenn ich wirklich das tue, wozu ich berufen bin. Also es geht darum, in der Berufung, da steckt ja der Ruf drinnen, wofür wurde ich auf diese Erde gerufen, sozusagen, ja. So könnte man das bezeichnen. Wie bist du dazu gekommen? Es hat ja bestimmt auch eine Geschichte. Das hat eine sehr lange Geschichte, das würde den Rahmen sprengen, aber ich versuche es in ganz kurz, wir haben ja nur 17 Minuten. Ursprünglich bin ich gelernter Tischler, also Schreiner, würde man in Deutschland sagen. War auch selbstständig und habe 91 Pleite gemacht. Mhm. Und das hat mich einfach einmal so richtig durchgeschüttelt. Und vor allem hat es in mir sehr viele Fragen aufgeworfen. Und so habe ich einfach begonnen, sehr vieles zu hinterfragen. Und vor allem, wie funktioniert das Leben? Warum ist alles so, wie es ist? Was steckt da dahinter? Etc. Und da wurde mir immer klarer, dass diese ganzen Themen, die wir da auf dieser Welt so haben, in erster Linie halt von uns selbst gemacht sind, sozusagen. Mhm. Und dann war natürlich auch die Frage, wie könnte es anders gehen? Also wie könnte unser aller Zusammenleben einfach schöner, besser, harmonischer, liebevoller, menschenorientierter funktionieren? Und da war mir sehr, sehr schnell klar, das ist, wenn der Mensch seine Ängste in den Griff kriegt. Mhm. Und zwar in erster Linie diese Angst, nicht zu genügen, nicht? Sich beweisen zu müssen. Nicht? Und das hat aus meiner Sicht den Ursprung schon als kleines Kind, als Baby, wo wir schon verglichen werden. Dann kommt die Tante Mitzi, nicht? Wenn wir dann ein bisschen heranwachsen. Mhm. Sam, was willst du mal werden? Nicht? Mhm. Aha, ich bin noch nichts, ich muss erst was werden. Nicht? Und so versuchen wir ein ganzes Leben was zu werden. Anstatt zu entdecken, wer wir sind und dass wir schon alles sind. Genau, dass ich bin, einfach schon zu wissen. Dass hier schon alles da ist. Ja. Das heißt also, aus deiner persönlichen Krise, wie das ja nun oft der Fall ist, hast du eine eigene Persönlichkeitsentwicklung vorgenommen? Hast du dann auch Ausbildung gemacht oder hast du, ich sag jetzt mal, Eingebungen von oben bekommen oder wie? So würde ich es bezeichnen. Ich meine, ich habe schon sehr viele Seminare und Vorträge und Hörbücher und was auch immer und auch andere Bücher, wobei ich bin keine Leseratte. Mhm. Böse Zungen behaupten, ich hätte schon mehr Bücher geschrieben als gelesen. Aber natürlich habe ich viel Input aufgenommen.
Ich hab in dem Sinn keine Ausbildung gemacht. Mhm. Ich habe dann einen Verein gegründet, der nennt sich Wertevoll Leben. Mhm. Also Mensch, entdecke diese Werte in dir, ja. Nicht, wer du wirklich bist, was mhm. in dir angelegt ist, eben diese Einzigartigkeit, und lerne es voll zu leben. Auszufüllen. Weil ich einfach der Überzeugung bin, wenn das immer mehr Menschen machen, dann ordnet sich alles. Ja. Dann ordnen sich die Dinge in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik, überall. Ja. Wenn jeder seinen Platz einnimmt. Klar, und wenn ja. jeder weiß, wie er den ausfüllen kann. Ganz genau. Genau. Du begleitest aber nicht nur Menschen als einzelne Menschen, sondern auch Gruppen. Genau. Und du gehst auch in Firmen. Richtig, also ich begleite da auch Unternehmen. Noch im selben Prinzip, also auch mit diesem Programm, das Regierungsprogramm für mein Leben, wo wir dann zum Beispiel bei einer Gruppe, in einer Firma, weiß ich nicht, das Führungsteam, wo wir das heraussuchen, mhm. also was ist so dieses Herzenswollen jedes Einzelnen mhm. und was ist dazu der größte gemeinsame Nenner? Mhm. Und dieser größte gemeinsame Nenner muss möglichst die Herzensanliegen jedes Einzelnen beinhalten. Mhm. Weil das bündelt dann wirklich diese ganzen Kräfte. Ne? Mhm. Und wenn auf einmal wir ein wirkliches gemeinsames Wollen haben, mhm. ne? Das ist eine ganz andere Situation dann in der Firma. Das prägt eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Das, was wir vielleicht auch gerade deutlich draußen sehen in der Welt, was gerade in Teilung passiert, würde ja helfen, wenn sich alle wieder auf diesen Nenner, ich habe es jetzt schon ein paar Mal auch in Interviews gehabt, da ging das Thema Männer, Frauen in einem und die vielen Gruppen, die es gibt, die einen wollen dahin, die anderen dahin, es wird's nicht sein, wenn man diesen Nenner nicht findet. Genau. Zurzeit sind alle in Kampfmodus. Mhm. Die einen bekämpfen ein Virus, die anderen bekämpfen die den Virus bekämpfen mhm. und so weiter. Mhm. Und ich glaube, es wäre wichtig, da wieder in einen Hinzu-Modus zu kommen. Also was wollen wir gemeinsam? Was ist das, was wir alle wollen? Ja. Und jetzt könnte man das auf einen groben Nenner mal bringen. Alle Menschen wollen eigentlich glücklich sein. Ja, genau. Und wenn wir uns damit wieder beschäftigen würden, wie müssen wir denn alles gestalten? Was braucht es in dieser Welt, damit möglichst alle wirklich ein glückliches, zufriedenes, erfolgreiches Leben führen können? Genau. Und da glaube ich, ist... Du hast hier Lösungen, du hast ja Bücher mitgebracht. Ich habe Bücher mitgebracht. Ich mache ja sonst so keine Werbung, oder das ist das erste Mal in Häkchen, dass ich so eine Art Buchvorstellung dann jetzt habe. Mich ist ein Satz, der ist mir direkt in die Augen gesprungen. Die Liebe ist die Mutter aller Werte. Genau. Ich spreche auch so gern über die Liebe. Ja, so schön ist, gell? Ist was Schönes, genau. Ja. Wäre das nicht auch der Nenner? Das ist, also die Liebe wäre sowieso aus meiner Sicht der Nenner schlechthin, weil ohne dem, glaube ich, ist auch nicht möglich, glücklich zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, bei dem es auch immer geht in den Begleitungen, ob jetzt Einzelbegleitung, Gruppenbegleitung. Liebe beginnt bei mir selbst. Mhm. Also wenn ich mich selbst nicht annehmen kann, nicht? Wenn ich immer nur glaube, mich beweisen zu müssen, sprich, wenn ich mich selbst noch nicht als wertvoll erachte, dann ist es schwierig, die anderen anzunehmen, wertzuschätzen, zu lieben. Mhm. Also auch die Liebe beginnt bei mir selbst. Ja. Und wenn ich da herausgefunden habe, warum um Gottes Willen ich hier auf dieser Welt bin, und wie wunderbar und einzigartig das ist, und was das für ein gigantischer Nutzen ist, der von mir ausgeht, dann fällt es mir immer leichter, mich selbst anzunehmen, mich wertzuschätzen, mich zu lieben. Und wenn ich dann mich so sehe, sehe ich dich genauso, auch so wertvoll. Und dann haben wir einfach diese positive Entwicklung im Miteinander, also im Einzelnen, im Miteinander etc. Und ich glaube, das ist das, was diese Welt da draußen zurzeit am dringendsten braucht. Ja. Ne? Und da habe ich eben dieses Buch Licht aufdrehen, da geht es nur mal ganz explizit darum. Ne? Also ich erkläre das immer in einem ganz einfachen Beispiel. Geh in einen Raum, wo es stockdunkel ist, und versucht, die Finsternis zu vertreiben. Wird nicht funktionieren. Als du mir diese Frage gestellt hast, du erinnerst dich? Ja.
habe ich gesagt, wie, wenn ich in den Raum gehe, dann ist doch da schon Licht. Genau. Das war mein Bild. Also. Eben, und wenn, weil du dir deines Lichtes schon bewusst bist. Ne? Und genau darum geht's. Also die Finsternis kann man nur beseitigen, indem man Licht aufdreht. Mhm. Es ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Ja? Und nicht, indem wir uns damit beschäftigen, wie finster das ist und wer schuld ist, dass es so finster ist. Na, die Frage ist, wie kann es wieder hell werden? Wie kann wieder Licht da reinkommen in diese Situation, in diese Sache? Und auch das beginnt eben bei uns. Dem Einzelnen. So wie du gesagt hast, ja, wenn ich reingehe, dann ist es hell. Und wenn jeder sich wieder dessen bewusst ist, nicht, wie sehr er fähig ist, einen wertvollen Beitrag zu erbringen, um unser aller Zukunft wieder positiv zu gestalten, dann haben wir diese Entwicklung, diese gute. Ja. Ne? Und wenn das immer mehr Menschen tun, multiplizieren, in sich aufstehen, ne? Und da wirklich vorwärts gehen, ne? dann haben wir da wieder sehr, sehr viel Licht. Und vor allem, was so wichtig ist, im Licht kriegen, haben wir wieder Orientierung. Also ich habe so den Eindruck, es fehlt auch wirklich an Orientierung, an Positiver. Ja. Ja, sie sehen alle, was nicht in Ordnung ist und so weiter. Aber wie kann es wieder funktionieren? Nicht? Wie kann es wieder vorwärts, aufwärts gehen? Nicht? Ich pflichte dir völlig bei und ich sage ja immer, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Bedeutet, wenn ich erstmal den Fokus auf mein eigenes Licht lege, also in den Raum komme und wenigstens für mich dieses Licht anhabe, um mich orientieren zu können, dann kann ich in diesen Raum den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten einladen. Genau. Und darum geht's ja am Ende. Aber nochmal zur Berufung zurück, weil vielleicht kann ich noch was mitnehmen heute. Einen Schnellkurs können wir ja nicht machen, aber... Ja, schon. Schon? Ah, super. Wenn die Kamera aus ist, dann machen wir... gibt es 1, 2, 3 Fragen, die sich auch die Zuschauer für sich stellen können, die du mitgeben kannst, damit man an seinen Kern und an seinen Britzel kommen kann, zu sagen, das ist es? Ja. Das ist sozusagen schon der Schnellkurs, nicht? Weil wenn man sich die richtigen Fragen stellt, kriegt man auch die richtigen Antworten. Und zum Beispiel die Frage, was wollte ich immer schon ändern in dieser Welt? Was ist das, was mich immer gestört hat? Das hat auch was mit mir zu tun. Nicht? Oder eine Frage, was ist das, was mich permanent auf die Palme bringt? Also wo ich sehr schnell in die Emotion komme. Weil auf die Palme bringen uns nur Dinge, die uns wichtig sind. Und den einen ist Unordnung komplett egal, der andere ist mit der Welt fertig und kann nicht einmal irgendwie eine Arbeit beginnen, bevor nicht Ordnung geschaffen wurde. Also als kleines Beispiel. Und da gibt es halt verschiedenste Dinge, wo wir sehr leicht in die Emotion kommen, auf die Palme kommen. Und wenn man jetzt, also bei mir war das zum Beispiel dieses Thema, wenn Menschen nicht wertgeschätzt wurden und Disharmonie da war. Nicht? Und was mache ich heute? Ich helfe Menschen, ihren Selbstwert zu entdecken. Ich zeige ihnen Wege, wie sie lernen können, sich selbst wertzuschätzen und wirklich ein werteorientiertes Leben zu führen. Also, und da sind wir bei der nächsten Frage. Was ist das, was mir im Leben immer wieder abhanden gekommen ist? Also kaum habe ich geglaubt, ich habe das, zack, war es wieder weg. Da fällt mir gerade für mich persönlich nichts ein. Die Frage davor hätte ich dir beantworten können. Ungerechtigkeit und dadurch dann auch eine mangelnde Harmonie, die dann entsteht und was auch mit Wertschätzung einhergeht. Ja. Wenn jemand ungerecht behandelt wird und nicht wertgeschätzt wird dann, und es kommt so, das bringt mich auf die Palme. Und bei mir war es eben da auch dieses Thema, kaum habe ich geglaubt, ich habe im Außen Situation geschaffen, wo ich endlich von meiner Umgebung wertgeschätzt werde, zack, war wieder alles weg. Also das intensivste Beispiel war damals auch die Insolvenz. Ich habe mich da total entwertet gefühlt. Als taugt nichts, nicht fähiger Familie zu ernähren. Meine Frau damals gerade schwanger zum dritten Sohn. Nicht? Und da fühlt man sich halt so richtig miserabel. Nicht? Und so habe ich mehrere Situationen gehabt, wo
immer dann, nicht, wenn ich glaubt habe, jetzt habe ich eine Situation, wo ich Wertschätzung kriege, war es wieder weg. Mhm. Bis das dann, heißt, die Frage 3 sollte sich auf die Frage 2 beziehen oder hängt das nicht unmittelbar hängt zusammen? Hängt in der Regel zusammen. Nicht? Ah, okay. Mhm. Verstehe. Gut. Und ja, bis ich halt dann lernen durfte, zuerst muss ich mich selbst wertschätzen. Das Außen ist ja immer nur der Spiegel von dem, was bei uns da drinnen fehlt. Mhm, genau. Also wenn wir in Außen keine Wertschätzung kriegen, dann deswegen, weil wir uns noch nicht wertschätzen. Ja. Oder eine, die ich begleitet habe, nicht, eine Dame, die hat immer Sicherheit gesucht. Und das war auch immer der Hauptgrund, warum uns Beziehungen eingegangen ist. Sie hat bei den Männern Sicherheit gesucht. Und auf der Basis kann natürlich eine Beziehung nicht wirklich funktionieren. Nicht? Mhm. Wie sie dann erkennen durfte, die einzige Sicherheit, die sie wirklich hat, ist in ihr, die Selbstsicherheit. Mhm. Und seitdem hat sie eine sehr glückliche Beziehung, alles funktioniert und so weiter. Ja, und über diese Fragen entdeckt man einmal so dieses Herzenswollen. Nicht? Mhm. Und dieses Herzenswollen hat immer sehr viel mit dem zu tun, was unsere Lebensaufgabe ist. Mhm. Das heißt also, in diesem Buch finden wir auch eine Menge Fragen, oder? Diese Fragen, die wir gerade besprochen haben, die finden wir auch in diesem Buch. Und dann gibt es einen Arbeitsteil, soweit ich das sehe. Es gibt Arbeitsteile. Zu jedem Kapitel gibt es also einen kurzen Arbeitsteil, wo man sich selbst einfach ein paar Fragen stellt, um sozusagen, damit unser Licht aufgeht, unser Licht sozusagen zu entdecken. Weil wenn wir über das Klarheit haben, wie sehr wir auch wirklich gewollt sind, also oder gebraucht werden, nennen wir es so. Nicht? Also, dass unser Leben wirklich einen Sinn hat. Mhm. Also, Viktor Frankl, den Dr. Viktor Frankl, noch Freud, so der größte Psychoanalytiker aus Österreich, nicht? Und der hat immer das gesagt, dass er. Der Mensch kann nur glücklich sein, wenn er in dem, was er tut, wirklich einen Sinn sieht. Und wenn das immer mehr Menschen für sich entdecken, was der Sinn ihres Lebens ist oder ihre Aufgabe ist und wirklich diesem Herzenswollen folgen, dann funktioniert es. Das war unsere Klingel. Ja. Der Sinn. Nochmal den Sinn gehört. Ich mache einmal Stopp. Wenn es denn funktioniert, tut es nicht. Liebe Zuschauer, das waren schon die 17:17 mit dir, lieber Günther. Vielen Dank fürs Zuschauen, ein Lächeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss.